Hey, willkommen bei Appenwood. Mein Name ist Axel und heute geht's wieder ab in den Garten. Ja, ich hab's ja gesagt, noch ein bisschen was machen hier. Werde erstmal die hintere Wand so halb aufziehen wie die andere, weil ich bin immer noch der Hoffnung oder ich will immer noch schauen, dass ich ein Fenster auftreibe und dann erst weitermachen. Ja, so viel zur Hinterwand, auch bloß erstmal halbwegs, irgendwann hoffentlich ein Fenster, wenn nicht, dann muss ich es halt durchprügeln und vielleicht einfach bloß eine Luke drin machen. Apropos, bei der habe ich es geschafft, ja, ein Loch. Ich habe wenigstens geschafft, ein Loch in die Handschuhe zu bekommen. Und damit das hier irgendwie auch mal weitergeht, gucke ich mal, was das Dach macht. Nicht viel. Passiert ja nicht von alleine. Dazu hole ich erstmal hier wieder die Rolle aus. Ein bisschen besser raus. Mal schauen, ob mein Allround-Messer, was ich für allen Scheiß misshandle, heute auch helfen kann. Die erste Bahn habe ich erstmal aufgelegt und als er dann richtig lag, habe ich sie erstmal so ein bisschen fixiert. Ich werde jetzt die andere auch da an die Seite machen. Dann bleibt in der Mitte nur der schmale Streifen und da kommt dann im Endeffekt dann die letzte hoch. Wird wahrscheinlich am sinnvollsten sein, weil dann komme ich besser an die Seiten zum Vernageln. Komme ich auch besser an zum Verkleben. Einfach irgendwie fixiert, weil jetzt komme ich noch runter, auch überall hier, schmier ich das ein und dann nagel ich den Rest fest. So ist das mein Plan. Keine Ahnung, wie andere das jetzt wirklich machen und wie das richtig ist. Ich werde es schon irgendwie falsch machen. Ne, das werde ich natürlich nicht reinschneiden, aber gehen wir mal. Oben habe ich das jetzt jeweils einmal so durchgezogen, einmal unten drunter gepinselt, dann festgekloppt. Und auf dem letzten Meter ist mir natürlich das eingefallen, man kann ihn natürlich einfach reinstecken, soweit, ist ja relativ weich. Und dann ein, zwei, vielleicht auch dreimal hinterher kloppen, dann sind die auch drin. Das ist relativ einfach von oben. Ja, jetzt wird es interessant, wie es von unten funktioniert. Also so. Ja, und hier an den Seiten werde ich es jetzt genauso machen. Einmal oben, unten so einen Streifen schmieren hier. Dann rum damit und festnageln. Ja, macht sich rumscheinen. Ich drücke die mal so ein bisschen rein. Schlag ein. Aber von unten lässt sich das bescheiden machen. Deswegen muss ich mal wieder hoch. Ja. Und von so nochmal hochschlagen, weil sich das so am besten macht. Leider brauche ich davon ja ein paar. Egal, dauert halt. Zum Glück kam nochmal der Schlaumeierberger vorbei und hat mir den guten Tipp gegeben, hier doch nochmal alle dicht zu machen. Ja, nicht eins fertig geworden, ist aber auch egal, weil ich habe keinen Bock mehr. Zeit ist auch langsam vorbei, wird dunkel. Ja, ja, darf ich nicht mehr rausspielen gehen, da habe ich Angst im Dunkeln. Nee, einfach keinen Bock mehr, fertig. Ja, Fenster ist da, Fenster. Ja, ich habe letztlich eine Scheibe bekommen. Der Weg war neben jetzt hoffen, dass ich einfach noch irgendwo sowas finde am Straßenrand. Wie so groß soll die Chance sein? Ja, daher habe ich mal beim Recyclinghof gefragt.
da sind die Chancen relativ groß und habe ich auch weiter geguckt, so von wegen am Straßenrand. Ne? Einige haben dann privaten Container vor der Tür zu stehen gehabt, weil sie selber im Garten irgendwie die Hütte abgerissen haben. Und da kam ich aber leider zu spät. Ja, das wäre auch eine Option gewesen, aber aus den ersten Optionen ist das geworden. Ne? Da habe ich dann nur nicht mehr nach Fenstern gefragt, sondern halt auch nach Scheibe, Glas, was auch immer, das ist selber rausgekommen. Habe ich das gekriegt. So. Daher kann es jetzt auch an der Stelle weitergehen. Von wegen einbauen. Ja, also ich könnte dem natürlich irgendwie einen Rahmen verpassen oder sonst irgendwas, aber ich habe mir was ganz anderes ausgedacht. Mal gucken, ob das so funktioniert. Kam noch gerade schon wieder dieser Schlaumeier Berger und hat so eine Idee eingebracht. Hochkant war die Idee. Warum machst du nicht hochkant? Ein Hauptproblem mit diesen Ideen ist, dass das alles Zeit kostet. Also musst du nochmal drüber nachdenken, das hochkant zu machen. Aber wenn ich es quer mache, habe ich, denke ich mal, mehr Lichtausbeute. Kompliziert. Ich mache mir das selber ja zu kompliziert, deswegen dauert das so lange. Weil ich ein Idiot bin, habe ich mir überlegt, ich mache eine Variante, wo ich ein Brett einmal von oben nach unten durchsäbeln muss. Hab bloß gerade meine Kreissäge vergessen. Meine handbetriebene. Weil mir die ganze ja. Ich habe das Ganze jetzt hier so angebohrt, noch ein Brett dran gemacht, dran gebohrt, zum Fühlen. Ja, war halt eine ganz schön bescheuerte Idee, wie immer. Wir sehen uns morgen wieder. Der hat es lange gedauert. First strike, versuch mal. Warnung, wer hätte es gedacht? Ich könnte hier mir den Holz auch sparen. Ich setze von der Seite ran, da kann ich es auch noch absäbeln, das ist ja auch praktisch. Und dann setze ich ja außen sowieso noch eine Leiste auf an den Seiten und dann nagel ich die einfach fest. Das ist nicht viel. Ach, der krieg ich schon hin. Egal, Plan B. Ich mache da doch erstmal die Leiste und da dachte ich, müsste ich hier vorher ein bisschen was abziehen. Hab hier auch schon angefangen und das geht ganz schön einfach. Fast schon zu einfach. Ich hab das ein vernünftige Messer vergessen und hab's einfach hier mal probiert. So, ich hab's jetzt sogar halbwegs rund hier bekommen. Muss man aufpassen, dass ich gut durchkomme. Ja, soweit eingelassen. Das packe ich hier noch so weit wie eine Leiste drin. Das ist übrig geblieben, also das ist einfach. Ich säge heute noch. Und dann ist auch für heute Sense. So viel zum heutigen Stand. Ja, so ähnlich wie ich es mir gedacht habe, aber eigentlich besser.
Unten drunter habe ich natürlich auch noch eine Leiste gesetzt. Dann ist der jetzt quasi irgendwie doch in einem Rahmen, der Gerät. Jo, neuer Tag, neue Handschuhe, neue Hütte. Ich habe die abgerissen und schon wieder durch eine andere ersetzt. Nee, ich habe ja beim letzten Mal ganz dreist einfach kein Video rausgehauen, sondern wo es jetzt geht. Passiert, habe ich ja auch schon angekündigt, dass es mal vorkommen kann, soll, wie auch immer. Ich habe aber auch extra ein bisschen gewartet, nach dem Motto, hier Kommentare, ja, gab es ein paar. Und dann gab es ja auch eine Verlosung. Und da habe ich mich entschieden und auch schon die Person kontaktiert, will heißen, gibt keine Verlosung mehr, die ist jetzt vorbei. Schluss, aus. Schluss mit Shirt, das ist jetzt dann quasi so gut wie weg, ja. Also muss noch ankommen, sollte es dann hoffentlich auch bald mal irgendwann, aber nee, der Drops ist gelutscht, wie man so schön sagt. Was machen wir heute noch? Heute machen wir noch ein bisschen Hütte. Mal gucken, ob wir da halt auch noch ein Stück vorankommen. Und vielleicht kriege ich heute auch noch Besuch. Ja, ernsthaft. Und jetzt denken alle, kommt, zu welcher Doppelgänger kommt jetzt? Ich nenne ihn mal den Gast. Was, der Gast kommt? Ja, mal gucken, ob der Gast kommt. Schau mal, Leute, der ist echt, das bin ich, das ist kein Doppelgänger. Außer du sagst jetzt irgendwann komische wie. Wie gesagt, mach das ruhig hier von innen oder so. Nee, schöne Zugsäge, oder? Ja. Ich hab ihm gesagt, er musste immer machen. Er wollte. Jetzt sucht der Gast sich die unsäglichsten Aufgaben quasi aus. Schönsten. Um mir die Show zu stehlen. Gib's zu. Ja. Während ich Basti weiter dazu gezwungen habe, das Dach zu machen, ja, habe ich in der Zwischenzeit hier einen tollen improvisierten Tisch hingezaubert. Der ist so toll. Ich habe nämlich die hässlichste Palette der Welt irgendwo mal aufgetreten. Aber die hält noch wahrscheinlich. Oder musst du jetzt dafür herhalten? So. Ja, heute hat er noch nicht mehr so viel gemacht, aber Basti war ganz fleißig. Wenigstens einer von uns. Naja, also keine Ahnung, wann es hier weitergeht, ist auch egal. Also bis zum nächsten Mal.